Du hast eine WordPress-Seite und erhältst ständig Kommentare, die aussehen wie Spam. Meistens ist hier vorne nur so Punkt, Punkt, Punkt. Dann ist da ein Titel von einem Beitrag und danach kommt wieder Punkt, Punkt, Punkt. Und du fragst dich, was soll denn das genau sein? Spoiler Alert, es sind Trackbacks oder Pingbacks. Aber was das wiederum ist und wie man das ausstellen kann, falls man davon genervt oder komplett überwältigt wird, erkläre ich dir im heutigen Video. WordPress war ursprünglich ein Content-Management-System, das dafür gedacht war, seinen eigenen Blog ins Internet zu bekommen. Und ein wesentlicher Anteil daran war natürlich, dass jetzt Leute sich zum Blog austauschen können. Ironischerweise gibt es hier gar nicht, aber bei vielen, vielen Blogbeiträgen gibt es normalerweise die Möglichkeit, darunter einen Kommentar zu hinterlassen. Jetzt war WordPress ursprünglich so aufgebaut, dass insbesondere auch Leute jeder quasi seinen eigenen Blog hat und auf die Beiträge von anderen Leuten eingehen kann. Es klingt heutzutage überhaupt nicht mehr intuitiv, weil super wenige Leute noch so richtig aktiv bloggen. Und mittlerweile gibt es ja auch andere Seiten, beispielsweise Medium. Ja, das ist ja letzten Endes ein riesige Blogging-Plattform, die es euch erlaubt, ohne Aufwand mal schnell, kurz euren eigenen Blog zu starten, und da bekommt ihr auch in den meisten Fällen relativ viele Feedbacks drauf. Das gleiche war früher mal bei WordPress der Fall. Es ist mittlerweile Opfer seines eigenen Erfolgs geworden und immer mehr Leute sind mittlerweile so weit, dass sie quasi WordPress wirklich als Content-Management-System für eine normale Webseite nutzen und nicht mehr als Blogging-Plattform. Man muss diesen Hintergrund aber verstehen, um so ein bisschen nachzuvollziehen, warum denn Trackbacks und Pingbacks überhaupt erst erfunden wurden. Das heißt, man hatte früher ganz oft, dass Person 1 auf ihrem Blog einen Beitrag geschrieben hat und dann hat Person 2 auf ihrem Blog eine Antwort dazu verfasst. Und dann kam es ganz oft vor, dass man auf die Sachen aus dem ersten Blog Bezug genommen hat. Und es war relativ viel Aufwand, dann immer zu sagen, ja übrigens, diese Aussage hier bezieht sich auf den Blog von dem und dem. Und diese Aussage hier bezieht sich auf den Blog von dem und dem. Und wir wissen ja gerade in Deutschland, wie schwierig es ist, Quellenangaben sauber anzugeben. Jetzt hat man sich gedacht, das wäre doch voll cool, wenn man eine Funktionalität einbaut, die, wenn man nur auf einen anderen Beitrag verlinkt, automatisch unterhalb des Beitrags irgendwas in der Richtung sagt, dieser Beitrag wurde in diesem anderen Blog weiter aufgegriffen und da hat jemand quasi mehr dazu geschrieben. Und das, dieses händische Verlinken von einem anderen Blog und dann unten drunter einen automatisch generierten Kommentar, nannte man einen Trackback. Das war so die Urform, die war ziemlich cool, die hat auch gut funktioniert und dann ist es immer beliebter geworden, weil WordPress eine Zeit lang eine richtig, richtig beliebte Blogging-Plattform war, bevor es die ganze Welt erobert hat und jedes andere CMS verdrängt hat im Internet. Und dann hat man sich irgendwann mal gedacht, hey, es wäre doch noch viel cooler, wenn ich gar nicht händisch sagen muss, ich möchte bitte auf diesen anderen Beitrag verlinken, sondern wenn das automatisch geschieht, dass dieser Kommentar darunter erscheint. Und das nennt man jetzt mittlerweile einen Pingback, weil der funktioniert dann quasi automatisch, wenn der Trackback mehr oder weniger dasselbe ist, aber eben händisch funktioniert. Das heißt, an dieser Stelle sind schon so ein paar Sachen klar. Erstens, diese Kommentare sind nicht zwangsweise Spam. Die waren ursprünglich mal als total sinnvolle Sache gedacht und die sind eigentlich auch noch irgendwo sinnvoll, insbesondere dann, wenn du in einem Beitrag von dir selbst auf einen anderen Beitrag von dir selbst verweist, dann ist es so, dass im neuen Beitrag selbstverständlich irgendwie der Link drin ist, der dann sagt, hey yo, übrigens, ich beziehe mich heute auf den Beitrag von vor einem Jahr oder von vor einem Monat, aber der alte Beitrag hat ja gar keine Möglichkeit, außer wenn du das händisch einbaust, den Leuten zu sagen, übrigens wurde auf dieses Thema in diesem viel neueren Beitrag in der Zukunft, also aus Sicht des vergangenen Beitrags oder des älteren Beitrags, nochmal eingegangen. Und genau das macht quasi ein Pingback für dich, ja? Das heißt, jemand könnte einen Beitrag vom letzten April finden, liest sich den durch und dann sieht er unten drunter in der Kommentarsektion, dass der Beitrag einen Pingback hat, also dass ein anderer Beitrag darauf eingegangen ist. Er klickt auf den Link und dann bleibt die Person sogar länger auf deiner Webseite. Und das ist ja an und für sich total sinnvoll sogar, also spricht ja überhaupt nichts gegen. Falls du jetzt aber trotzdem sagst, hey yo, ich bekomme hier die ganze Zeit Pingbacks und die kommen immer von dritten Seiten, also nicht von meiner eigenen Seite, sondern teilweise von Leuten mit echt, echt komischen URLs. Und es ist voll der Aufwand, die hier immer wegzuklicken als Spam oder in den Papierkorb. Als Spam bringt übrigens überhaupt nichts, weil die Dinge, wie gesagt, automatisch erstellt werden. Dementsprechend müsst ihr die entweder löschen oder ertragen. Oder ihr habt Option 3 gewählt und die zeige ich euch natürlich jetzt noch. Und zwar, ihr stellt die Teile ab. Das geht natürlich auch noch. Hier muss man jetzt wieder ein bisschen aufpassen, weil es ganz schnell zu Missverständnissen kommt. Und zwar, wenn du in die Einstellungen gehst und dann unter Einstellungen hier auf Diskussion, kannst du hier oben sagen, dass du die Link-Benachrichtigung von anderen Blogs, das nennt man wie gesagt Pingbacks und Trackbacks, zu neuen Beiträgen erlaubst. Da ist mittlerweile die Übersetzung hervorragend
Früher stand da nämlich nur irgendwas im Sinne von Pingbacks und Trackbacks erlauben. Weil, wie gesagt, wenn du das jetzt ausschaltest, dann ist diese Voreinstellung nur getroffen für jeden neuen Beitrag, den du schreibst. Heißt, wenn du schon 40 Pingbacks und Trackbacks bei existierenden Beiträgen hast, dann hast du quasi verloren, weil die werden davon überhaupt nicht beeinflusst. Diese Einstellung bezieht sich nur auf neue Beiträge. In der Folge heißt es übrigens auch, dass du bei einem bereits vorhandenen Beitrag, also wenn wir jetzt hier den Beitrag hier nehmen und dann sagen Beitrag bearbeiten, landen wir in diesem Tab, da kannst du auch nochmal individuell für jeden Beitrag diese Einstellung ändern. Also das heißt, es ist hier keine globale Einstellung, die jetzt immer greift und die du niemals überschreiben kannst, sondern du kannst wirklich bei jedem einzelnen Beitrag individuell einstellen, ob der Pingbacks und Trackbacks erlauben soll. Dazu gehst du hier in dieser rechten Seite, also da ist es normalerweise, man kann es auch links ziehen, aber das machen wir jetzt mal nicht, unter dem Punkt Diskussion, und da findest du dann, wie gesagt, einerseits Kommentare erlauben, das sind die normalen Kommentare, die im Normalfall Menschen schreiben, aber auch nicht immer, und als zweiten Punkt Pingbacks und Trackbacks erlauben. Jetzt wäre es natürlich fürchterlich viel Aufwand zu sagen, oh, ich habe aber schon 50 Posts geschrieben, ich möchte jetzt mal auf alle meine bereits veröffentlichten 50 Posts gehen und dann bei denen händisch einzustellen, dass ich Pingbacks und Trackbacks nicht mehr erlauben möchte, damit ich nicht die ganze Zeit diese automatisch generierten Verlinkungen bekomme. Dazu gibt es natürlich auch noch einen Weg und ihr braucht nicht mal irgendein Plugin dafür. Und zwar geht ihr dafür einfach hier auf die Beiträge, dann markiert ihr euch so viele, wie es quasi geht. Also wenn es hier aktuell 32 Stück sind, dann gäbe es auch die Alternative, dass ihr hier oben sagt, bei Ansicht anpassen, dass ihr 50 pro Seite sehen wollt. Sobald ihr das macht, könnt ihr alle Beiträge, die ihr im System habt, ihr könnt auch 999 nehmen oder sowas, auf einen Schlag markiert. Dann habt ihr hier oben die Mehrfachaktionen und die möchtet ihr bearbeiten. Das klingt erstmal ein bisschen verwirrend, ich möchte auch nicht alle Beiträge bearbeiten, aber damit ist gemeint, dass ihr jetzt hier so grobe Einstellungen für alle Beiträge ändern könnt. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit zu sagen, dass ihr Pings entweder erlaubt oder nicht erlaubt. Und wenn ihr sagt nicht erlauben, habt ihr auf einen Schlag für alle Beiträge, die ihr bereits im System habt, jetzt die Einstellung geändert und die erlauben keine Pingbacks und Trackbacks mehr und folglich bekommt ihr auch diese automatisch generierten Kommentare nicht mehr in eurem System angezeigt, falls die euch nerven. Und für alle zukünftig erstellten Beiträge greift dann eben diese Einstellung, wenn ihr sie nehmt. Das ist wie gesagt unter Einstellungen und dann Diskussion und dann habt ihr letzten Endes komplett Pingbacks und Trackbacks auf eurer WordPress-Seite abgeschalten und niemand kann euch mehr diesen Kommentarspam reindrücken. Ich hoffe, das Thema hat dir die Frage beantwortet, falls du nicht genau gewusst hast, was da auf deiner Seite passiert ist. Der nächste Schritt für dich aus meiner Sicht wäre vielleicht mal ein Backup-Plugin zu installieren, denn das sorgt dafür auch dann, wenn du irgendwelche Einstellungen triffst, die jetzt nicht ganz richtig sind, dass du deine Seite zurückbekommst. Das ist super, super wichtig. Bei einer der ersten Tipps, den ich Leuten geben würde, die sich mit WordPress befassen. Ein Video dazu verlinke ich dir mal hier auf der Seite. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse gerne mal einen Kommentar hier unter dem Video oder schau mal bei meinem Livestream rein, denn da ist auch dieses Video entstanden. Dann sehen wir uns bald mal wieder dort oder eben hier in einem weiteren Video. Mach's gut, bis dann.